Servus Freunde, heute geht es um den Smart Tracker oder Smart Finder von Action für 6,50 Euro. Kann er mit dem Apple AirTag mithalten oder was ich derzeit noch nutze, den Atuvus? Das, worum es immer geht, ist natürlich Geld. Dieses Ding kostet 6,50 Euro bei Action, der von Atuvus im Viererpack nur 32 Euro, also 8 Euro pro Stück, kaum teurer als der, und Apple AirTag einer 32 Euro, Stand heute 26.10.2024 Amazon-Preise. Preistechnisch wäre das jetzt der Sieger, aber was kann das Ding noch? Ich drehe das einfach mal um, dann seht ihr schon, dort ist eine kleine Kette dran oder dabei. Kann man es schon irgendwo dran machen, und es hat, so wie der von Atuvus, hier eine Öse. Man kann das, glaube ich, jetzt noch nicht so gut sehen. Während, und jetzt kommt der AirTag. Der AirTag, das ist so ein rundes Ding, wie, ich sag mal, ein Euro-Stück oder zwei Euro-Stück, und damit kannst du erstmal nichts machen. Das heißt, du kannst es nirgendwo dran machen, das hat auch keine Öse, und das ist schon mal ein großer Nachteil im Vergleich zu den anderen beiden. Sowohl der als auch der von Atuvus, man sieht es auch schon hier, works with Apple Find My, also funktioniert schon mal mit der original Apple App, andernfalls wäre es auch Quatsch. Aber welche Nachteile haben die beiden wiederum oder das Ding? Es hat keine Nahbereichsortung. Das heißt, auf dem iPhone-Display, wenn ihr schon, sage ich mal, 2-3 Meter dran seid, bekommt ihr keine Pfeile, wo man sieht, jetzt musst du nach links oder nach rechts. Aber alle drei haben nämlich die Funktion, man kann die anpingen, dann piepen sie. Und die Frage ist, wie laut piept welcher? Da ich nur den und den Atuvus habe, stelle ich euch jetzt vor, wie diese beiden piepen bzw. wie laut sie sind. Ich werde beide halten, so wie den jetzt, und bin jetzt mal ganz leise. Wir spielen den Ton ab. Im direkten Vergleich der neue Fresh and Rebel von Action. Und jetzt beide im Vergleich. Action gegen Atuvus. Was ich zudem jetzt sagen kann, die austauschbare Batterie CR2032 soll laut Angabe vom Hersteller 10 Monate halten. Aber ich finde hier auf dieser Verpackung keine Angaben zu dem, ob das Ding wasserdicht ist oder nicht. Denn AirTag ist laut Angaben von Apple, ich schaue mal gerade hier runter, IP67 bis zu 1 Meter für bis zu 30 Minuten. Gut, untertauchen muss man es ja nicht unbedingt, aber wenn man das irgendwo am Fahrrad dran hat oder so und es würde stark regnen, wenn das Ding dann, ich sag's mal ganz klar, abkackt, dann habt ihr auch nichts davon. So, ich habe den jetzt mal ausgepackt. Hier unten ist eine kleine Folie, wenn man diese zieht, dann ist sozusagen die Batterie scharf. Aber jetzt erstmal gibt es den Vergleich zum Atuvus. Das ist mein Atuvus, der sieht schon ein bisschen mitgenommen aus, der ist tatsächlich auch schon gebrochen. Der ist etwas größer als der von Atuvus. Ich halte es mal so ein bisschen ins Licht. Ja, ich gucke immer mal wieder auch da in den Spiegel rein. Ja, so ist der Größenvergleich. So, jetzt haben wir den Unterschied gehört. Atuvus klingt etwas anders und ich vermute, es ist etwas lauter. Ich bin mir da nicht sicher. Also ich bin mir da nicht sicher. Auf jeden Fall, wenn es irgendwo im Haus in der Wohnung ist, ich höre meinen Atuvus immer. Auf jeden Fall kann ich sagen, wer so ein Ding noch nicht hat, und ich meine nicht unbedingt das, aber überhaupt ein Tracker, der wird diesen Kauf nicht bereuen, denn so günstig wie jetzt waren sie noch nie. Wir sprechen von unter 10 Euro pro Stück. Und weil sie so günstig sind, kann man sie fast zu jedem kleinen Zeug dazugeben. Ich habe von Atuvus noch eine Karte, Scheckkartenformat, und das ist bei mir genau das Richtige. Mein Portemonnaie und mein Schlüssel sind hin und wieder mal irgendwo im Haus. Ich persönlich würde diese Kette nicht so nutzen, sondern eher an so einen Ring reinmachen, aber das ist eure Entscheidung. Wie findet ihr es? Würdet ihr es euch kaufen? Habt ihr es? Was sind die Vor- oder Nachteile? Schreibt es in die Kommentare. Das war's zu diesem Video. Euer Wojtek.